heiliger Franz von Assisi, bitte für uns. Ein herzliches Grüß Gott heute am Gedenktag des heiligen Franz von Assisi, wo wir den Lobpreis Jesu betrachten. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, in diesem Lobpreis Jesu hat der heilige Franziskus auch Bruder immer froh genannt, in Freud und Leid immer eingestimmt. Und das nicht nur mit seinem berühmten Sonnengesang, sondern mit seinem ganzen Leben. Laudato si, o mio Signore, 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 laudato si. In einer himmlischen Vision sah damals Papst Innozenz, wie der heilige Franz von Assisi die Kirche, die sich in großer, großer Gefahr befand, einzustürzen, wieder in ihrer vollen Schönheit aufrichtete. Im innigen Gebet unter dem bekannten Franziskuskreuz vernahm Franz selbst den Auftrag Jesu dazu: Bau meine Kirche wieder auf. Zuerst meinte er, Jesus meinte das kleine Kirchlein von San Damiano. Doch Jesus meinte seine große Kirche. Und diese Worte ruft Jesus auch uns allen heute zu: Bau meine Kirche wieder auf. Doch wie kann das geschehen? Wir dürfen vom heiligen Franziskus lernen, nicht auf andere zu schauen, keine großen Reformpläne zu schmieden, sondern schlicht und einfach lernen, bei uns selbst anzufangen. Wie der heilige Franz von Assisi es getan hat, entschieden nach der Lehre des Evangeliums zu leben. So verbrachte der heilige Franziskus stundenlang in der Stille des Gebets, wo er sein Leben radikal nach dem Evangelium Jesu ausrichtete. Wenn er dann auszog, um zu predigen, war es mehr sein Lebenswandel, mit dem er die Menschen tief berührte, als seine Worte. Sagte er doch, wir sollen immer predigen, doch nur in Ausnahmefällen mit Worten. Heiliger Franz von Assisi, erbitte uns die Erneuerung der Kirche und den Frieden in der Welt. Jesus, auf die Fürsprache des heiligen Franz von Assisi bitten wir dich heute, vor Blitz, Hagel und Unwetter und allen Katastrophen, bewahre uns, o Herr, vor Kriegen, Hungersnöten und Seuchen, bewahre und befreie uns, o Herr, vor einem plötzlichen und unvorgesehenen Tode, bewahre uns, o Herr, von allen Flüchen, Verwünschungen und negativen Festlegungen, befreie und bewahre uns, o Herr, von allem Übel, bewahre uns, o Herr. Und im Namen, in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, löse ich euch von allen Flüchen, die gegen euch und eure Familien gedacht oder ausgesprochen worden sind. Trenne alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. So segne, heile und schütze euch und eure Familien der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.